Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Terraria. Ich muss noch sagen, Level 6. Und letztes Mal haben wir drei der vier Pre- oder Early Bosse gemacht. Und heute machen wir einfach mal weiter. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wovon Batteries gedroppt? Mich. Instant tatsächlich. Wir haben den Jungle Pylon hier und ich habe eine kleine Arena für den Eat of Worlds vorbereitet. Welcher unser nächstes Ziel ist. Zusätzlich habe ich die Recall Power schon machen können. Ich habe nämlich Black Ink gefarmt. Und ja. Schau doch mal, wie sich Mr. Wurmiwurm verändert hat. Ich könnte ja keine wirklich anderen Scrolls machen. Für das meiste halt entweder Geld brauchen oder halt die Pflanzen und Obsidian. Für die Return Potions müssen wir zum Beispiel im Lava angeln. Ach. Können wir halt noch nicht, weil wir dafür Hellstone brauchen. Und naja. Ist ja okay. Gut, dann wollen wir einfach mal. The Eater of Worlds. Warum hat er nur ein halbes Leben? Ah, ist ein Anzeigefehler. Hey, interessant. Interessant. Ich sollte mir so viele Resurrection Potions mal machen. Ich würde sagen, hier, ich habe Recall und Wormhole, aber Wormhole bringt uns halt nichts. Immer noch sehr nervig. Warte mal, kann man das vielleicht? Ich weiß nicht, aus welcher Mod die sind, ne? Hier vielleicht? Nee. Wir pushen on.
Hat gehofft, dass sich ausstellen kann, dass die auch schon Cooldown hat. Ich verstehe halt nicht, warum. Warum? Ja. Macht für mich persönlich keinen Sinn. Und naja. Wenn sie meinen, dass das notwendig ist. Wow. Das wird ziemlich nervig. Eieiei. Was noch helfen könnte. Der Buff fällt tatsächlich endlos. Weiß ich warum. Mit 14 Minuten dran, aber. Als ich mich auch wieder eingeloggt hatte, war der Buff noch da. Also. Ja, ich will mich nicht beschweren. Dieser Bewegungsmuster nicht, das ist das Problem.
Okay, ich habe keine Ahnung, was passiert ist hier. Aber I'll take it. Okay. Ich auch die Tatsache, dass wir zwei bekommen haben. Damit können wir jetzt endlich ein paar Upgrades holen. Eieiei. 660, holy shit. Das ist immer noch selber. Barre. Nickt Mare Pickaxe. Da können wir jetzt in die Hölle gehen? Ne? Auf den Klaskel natürlich. Hm? Ich schlau bin. Hard Mode. Ja. Wir sind jetzt Pre-Perforators. Holen wird immer noch der Belladonna Stuff. Da ist ein Kreuz dran. Warum? Is only if you're familiar with the bosses. Cinder Blossom Staff, Bank Staff oder Schrägstrich Bloodclot Staff. Bee Armor, Obsidian Armor. Mit Ferroclaw. Oh, das Pre-Skeleton. Ups, eins zu weit. Obsidian Armor. Imp-Staff trotzdem noch. Voltaic Jelly. Was ist das ein Drop? Dropped by Ghost Belts after Desert Scourge has been defeated. Also empfohlen wird Ferroclaw, Fungalclump, Spirit Glyph, Voltaic Jelly und Dinge und Sachen. Ah, das Ding. So ein Ding ist das. Gibt's dafür wahrscheinlich die nächste beste Option? Ich glaube, das ist die beste Option. Ansonsten. Launcher und Seabound. Das Drops oder Mod spezifisch. It is purchased from the Sea King at any time. Oder das ist Sentry. Seabound Staff. Auch vom Desert Scourge, okay. Wenn bei den Belladonnas. Beziehungsweise werden wir die Imps holen. Können die Rüstung jetzt machen? Oh, ein bisschen Silk noch. Ja, pinkt mich da. Ein Obsidian.
Jetzt schon. Muss increase whip range. And speed bei 500% increase minion damage bei 15. Nur einen minion slot verloren, ne? Okay. Dafür sehen wir jetzt cool aus. Rabulon. Okay, holen wir uns aber die Fire Imps. Obsidian Skin. Obsidian. Halt. Hab ich denn auch so den Beschwörer? Och. Und wui. Perfekter Zeitpunkt, um einen Schluck zu trinken. Stay hydrated bei dem warmen Wetter. Hör mal. War hier vorhin schon unten. Ich hab mir schon so eine Schmiede geholt. Meteor war auch noch irgendwo hier landet. Habe ich gesehen. Oh. Ah, ich wusste es. Ich hab's kommen sehen. Ah, dann trinke ich nochmal einen Schluck. Sehr hydrated. So. Nix. Summons sind doch was Tolles, oder? Oh, das ist ein Return Potion. Aber als erstes. Hier tief den Stab und die Spitzhacke. Aber geil. Bin ich schon wieder nichts gestorben. Da kann ich ja nichts dafür, ne? Also doch schon, aber das muss er ja nicht wissen. Vergessen, dass die Potion 6 irgendwie 8 Minuten hält? Frech. Die ganzen Sakura-Blüten. Hier haben wir 500. Oh, ich glaube, das reicht fürs Erste. Machen können wir damit machen. So. Ah. Hellstone.
Kein Obsidian. Billiger als Obsidian zu holen. Billiger, billiger. F. Sturm war das. Molten Pickaxe und die Molten Hammaxe. Was soll denn Impfstoff machen? Ja. Und dann war es verkaufen ein paar. Auch einige verkaufen. Ja, wobei. Ja. Oder Cash Cash. Die Frage. Rootless. Würde auch gehen. Sind immer noch stärker sind. Behalten Sie mal beide dabei. Was wird noch gesagt? Aeroclaw, Fungalklump. Hier. Das ist ärgerlich. Einfach Krabulon machen. Ein Demon-Alter machen? Ja. Auch mal für ihn. Komischen Namen, ne? Dekapodita. Müssen wir in einem Biom da unten bekämpfen. Glaube ich. In Rage is outside of the Mushroom Biome. Okay, die Musik geht hart.
Not bad. Haben alle so ein bisschen das Theme, ne? Das Inferno-Theme haben sie alle ein bisschen. Ich komme davon, das sollte reichen. Ich weiß nicht, wie viel sie geändert haben. Schauen wir mal. Ja. Okay. Scheint, jetzt brauchen wir eine vernünftige Arena. Lässt sich alles eigentlich hätten wir solche Boom-Shurikens holen sollen. So, ja. Ach ja. Unsere alte Mining-Geschwindigkeit.